Wald und heute auf der etwas angekokelten Werkbank haben wir mal wieder etwas aus der Zigbee-Ecke. Und diesmal ist das ein bisschen größer geworden. Ja, das hier, das ist was ich so nicht bei Zigbee erwartet hätte. Und zwar, wir sehen hier etwas von 80 Ampere. Ja, das hier, das ist ein Stromzähler mit Zigbee. Ja, bisher habe ich für Stromzählen halt verschiedene Sachen genutzt. Zum einen natürlich Zwischenstecker und solche Sachen, um einzelne Geräte zu messen. Oder was ich auch schon mal gezeigt hatte, das ist der Shelly 3EM. Das ist so ein Ding, was man in einen Sicherungskasten einbauen kann und damit dann dreiphasig den Strom, der rein und raus geht, in diesem Sicherungskasten oder von einzelnen Kreisen, je nachdem, wie man es macht, messen kann. Die Sache ist, dieser 3EM, der ist doch relativ teuer und benötigt WLAN. Das hier sollte dasselbe sein mit Zigbee. Mal gucken, was wir kriegen und ob das Ding am Schluss taugt. Ich meine, inzwischen sollte man wissen, ja, eigentlich messen kriegen die hin. Aber ja, wie sieht denn der Einbau und so aus? Ja, holen wir den mal hier raus. Okay. Wir sehen also schon, das Konzept ist ähnlich wie beim 3EM. Man hat also hier solche Trafos, die man um die einzelnen Adern drum klappen kann. Das heißt also, im Prinzip kann man das, ohne da die Hauptleitungen auseinanderzunehmen, installieren. Was haben wir? Wir haben drei Stück davon. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist dann für die drei Phasen. Wie gesagt, die hier jetzt in dem Fall 80 Ampere. Ich glaube, das Modell gibt es für verschiedene Ströme. Hier ist auch Pfeil drauf, P1, P2. 3000:1 hat dieser Messtrafo hier, dieser Stromwandler. Stromwandler, glaube ich, heißen sie. Das haben wir dann hier unten noch. Okay. Ja. Wie wir sehen können, das Ding ist offensichtlich nicht dafür gedacht, in den Sicherungskasten eingebaut zu werden, sondern irgendwo separat an der Wand wahrscheinlich geschraubt zu werden. Das hier sieht mir so nach Wandhalterung aus. Ja, genau. Das Ding schraubt man dann entsprechend fest. Dann kann man den Kasten hier einklippen. Und, okay. Wir haben dann hier einmal die drei Eingänge für die Messtrafos, interessanterweise sogar abgedichtet. Das heißt also, das Ding scheint sogar halbwegs ein bisschen wetterfest zu sein. Wobei, hier sind zwar überall Dichtungen drin, aber zumindest mal hier unten hin. Ich glaube nicht, dass der dauerhaft draußen aushalten würde. Ein bisschen so, was sollte man da schon tun. Ansonsten gibt es hier offensichtlich eine Verlängerung für eine Antenne. Prinzipiell gehe ich davon aus, dass diese Antenne passt. Zigbee arbeitet ja auch wie ein WLAN-Standard im 2,4 GHz-Bereich. Deswegen sind diese Antennen eigentlich recht gut verfügbar. Und ja, Probleme mit Antennen hat man dann eher, wenn man speziellere Sachen hat. Zum Beispiel bei LoRa oder so, da hatte ich schon häufiger, dass dann Antennen mitgeliefert worden, die auch für 2,4 GHz waren, obwohl halt LoRa zum Beispiel hier in Europa bei 868 MHz, glaube ich, ist. Ist das Ding magnetisch? Ein bisschen. Ein bisschen. Also es ist nicht stark, so viel kann ich schon mal sagen. So, bleibt dann auch das Kabel hier. Das ist dann wahrscheinlich die Stromversorgung und Spannungsmessung, so viel, so rum. Wir gucken, L1, L2, L3 und ein N, also genau das, was man erwartet. Möchte man wahrscheinlich noch ein paar Sicherungen dran machen, insbesondere weil wir halt nicht 100% wissen, was das Ding hier tut. Aber das sollte erstmal passen. Ja, was sagt hier hinten das Ding? Single or Three-Phase Power Clamp, Modell PC321ZTY, TY wahrscheinlich Tuya. Aber wir haben ja auch schon gelernt, bei Zigbee ist man in den meisten Fällen relativ universell unterwegs und kann das an so ziemlich jedes Gateway dranhängen. Was haben wir noch hier drin? Mal hier den Rest gucken, weil ich sehe da noch Tütchen und so. Okay, das Tütchen, zwei Dübel, zwei Schrauben. Anscheinend für diese Rückplatte hier festzumachen. Okay, und unsere wunderschöne Anleitung, die relativ lang ist. Die ist sogar komplett in Englisch. Okay, das ist mehr als erwartet. Mal grob drüber gucken, technische Daten. 802.15.4 Zigbee 3.0. Jo, 2,4 GHz mit externer Antenne. 100 bis 240 Volt, also sowohl für 120 Volt als auch 240 Volt Systeme zu brauchen.
Und die Accuracy unter 100 Watt plus minus 2 Watt, über 100 Watt plus minus 2%. Das klingt ganz gut. Installationsanleitung sagt auch, okay, bitte mach das hinter den Sicherungsautomaten. Jo, das wäre sehr hilfreich. Single Phase. Ah, okay, bei Single Phase kann man dann drei unterschiedliche Lasten messen. So ist das gedacht. Der Rest ist dann halt, wie man die App benutzt. Ja, ich denke, das kriegen wir auch so hin. Bei Single Phase kommen die alle auf ein L. Ich würde sagen, das machen wir dann mal. Ich suche mal gerade meine Klemme. Ich klemme den hier einfach mal Single Phase an, sodass der Saft bekommt und wir dann hier hinten in der Mitte den Reset-Button benutzen können. Und mal gucken, ob wir das in unser Zigbee-Netz hier eingebunden bekommen und Zigbee2MQTT das auch unterstützt. Also, nehmen wir uns mal hier die Testklemme und machen alles da dran. Wie immer gilt, Strom, lebensgefährlich und so weiter. Macht's bitte nur, wenn ihr wisst, was ihr tut. Und selbst wenn ihr wisst, was er tut, das Ding hier ist, wie gesagt, eigentlich vorgesehen für einen Stromkasten, also einen Verteilerkasten. Und da wollt ihr auch normalerweise nicht dran gehen. Das ist ein bisschen komplizierter, als einfach eine Steckdose da anzuklemmen. Da ist es nicht damit getan, dass man irgendwie L auf L und N auf N und PE auch noch klemmt. Da muss man dann schon im Zweifelsfall mal rechnen, dass da auch die Kabeldicken und alles passt. Und ja, allgemein, es sind halt Ströme da drin, die gefährlicher sind als eine Steckdose. Na gut. Wo ist denn eigentlich, hier war irgendwie die Rede von einer LED, ich sehe hier keine. Ha. Wo soll denn hier eine LED sein? Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Reset-Button die LED ist. Also, haben wir hier Saft, hier haben wir. Lasst mich gerade den PC mal vorbereiten. So, da sind wir einmal Permit Join. Machen wir mal hier den Saft an. Joa. Wenig sehen tun sie viel. Ah doch, da ist etwas grün. Ganz schwach zu sehen. Ja, tatsächlich, da ist ein Device joined. TS0601 3-Phase Clamp Meter. Ja, was kriegen wir an Daten? Nett. Ah, sieht gut aus. 50 Hertz. Plus, minus, keine Ahnung. Steht nichts dabei. Temperatur, Current. Moment mal, wieso Current? Current Power, das wird wahrscheinlich dann kombiniert sein von allen, schätze ich. Energie, dann Energie ABC, Voltage ABC, Power ABC, Current ABC und sogar der Power Factor in ABC. Das klingt doch schon mal ganz ordentlich. Damit hat man die meisten Sachen abgedeckt, die man wissen möchte. Was wir jetzt nicht haben, ist sowas wie Phasenlage oder so, weil ich müsste gucken, ich glaube, die kann man aus dem Power Factor berechnen. Ich meine, müsste nochmal nachgucken, mich mit beschäftigen. Das sind Messwerte, die ich selber halt sehr selten benutze. Na gut. Dann würde ich sagen, ich suche mir mal etwas, wo dann auch was messbar ist. Und dann schauen wir mal, ob er das auch hinbekommt. Gut, ich gehe mal wandern. So, ein kurzer Einwurf hier aus dem Feld. Ich habe jetzt hier das Ding mal angeschlossen und wollte gerade messen. Und mir ist schon mal eins aufgefallen, was nicht so tolle ist. Je nach Anwendung zumindest. Und zwar haben wir jetzt ja hier das Ding online, wir sehen die Frequenz, wir sehen die Spannungen, aktuell keine Last. Und ich drehe jetzt mal eine Last von so, ich glaube 30, 40 Watt müssten das sein, mal dazu. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt haben wir die Last da und wir sehen 0 Watt, 0 Ampere. Was ist denn da los? Ja, was da los ist, das war jetzt schneller als eben. Wir sehen jetzt hier unsere 40 Watt mit einem Power Factor von 0%, okay. Das Ding scheint nur einmal die Minute oder sowas zu aktualisieren. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob man das umstellen kann. Aber wenn ich hier Lasten ändere, das dauert teilweise extrem lange, bis das dann tatsächlich auch wieder gespiegelt wird. Für die meisten Fälle wird es wahrscheinlich eher egal sein, weil spätestens wenn wir hier den Kilowattstundenzähler machen, der läuft ja intern, da tut sich dann nichts dran ändern. Aber wenn man halt zum Beispiel irgendwie auf Laständerungen reagieren möchte, dann kann das durchaus sein, dass das irgendwie ein bisschen unschön ist, wenn der so lange braucht und man dann gegebenenfalls irgendwie 30 Sekunden oder sowas
darauf wartet, dass eine Maschine ausgeht, obwohl sie halt schon lange eigentlich aus ist. Ja, und da muss ich nochmal korrigieren. Nach einer gewissen Laufzeit, ich bin jetzt irgendwie nach einer 15 Minuten oder so wiedergekommen. Inzwischen ist der Power Factor auch da, also vielleicht braucht er einfach nur ein bisschen was an Mitteln, bis dass der tatsächlich angezeigt wird. Okay, sieht soweit erstmal ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall mal Werte, auch wenn, wie gesagt, die Update Rate nicht so das, was ich gerne sehen möchte. Wir können ja mal in die Settings gucken. Temperature, Precision, Calibration, Energy Precision. Ich meine, es gibt hier zwar dieses Reporting, wo man auch irgendwie eine Min-Reporting-Intervall einstellen kann, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das benutzt. Von daher, Standard-Config auf jeden Fall. Drehen wir mal ein bisschen was an Last dazu. Tja, 61 Watt laufen hier gerade definitiv nicht. Gucken, wie lange es diesmal dauert. Und da sind wir. Zumindest Power-C hat aktualisiert. Ah, jetzt auch Power 2 kW. Das klingt realistisch. Und jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Last. 20 Ampere, knapp 5 kW. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Messungen passen. Und der Power Factor ist auch realistisch. Okay. Und ich habe die Kiste jetzt mal so eine Stunde laufen lassen mit diesen, was waren es, 4 kW, 4, 5. Das sieht alles sauber aus. Also die Temperatur von dem Kasten, der ist irgendwie so 11 Grad über Raumtemperatur. Ich denke, das ist akzeptabel. Und die Klammern, die sieht man quasi gar nicht. Also von der Seite sieht alles okay aus. Fehlt nur noch eine Frage. Was steckt denn da drin? Ja, würde ich sagen, wir gucken mal rein. Prinzipiell ist, denke ich, recht klar, wir haben irgendein Schaltnetzteil, was den Strom da reinmacht. Haben dann wahrscheinlich ein bisschen High-Voltage-Gedönse, Spannungsteiler, sowas in die Richtung, um die Spannung zu messen. Für die drei Klemmen, die wir haben, irgendwelche Verstärker, entweder drei einzelne oder halt einen speziellen IC dafür, irgendein ASIC. Und am Schluss dann ein Funkmodul, was die ZigBee-Verbindung zur Antenne oder über die Antenne herstellt. Ja, das ist, denke ich, recht klar. Wie man reinkommt, ist hoffentlich auch klar. Ich hoffe sehr, dass hier diese Nüppelchen da rausgehen und sich darunter Schrauben verbirgen. Und ja, da sind Schrauben drunter. Das sieht auch gut aus. Dann lassen wir mal unsere Schraubendreher hier ran und gucken, was denn da sich im Inneren verbirgt. Okay, da sind wir. Und was schon mal überraschend ist, die Rückwand hat einen sehr tiefen Rand hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das so Wetterfestigkeit sein soll oder wenn hier drin was passiert, dass entsprechende Explosionen hier drin gehalten werden. Aber auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, dass der da so weit reingeht. Und dann weiter gucken hier. Haben wir auf jeden Fall hier schon mal unsere High Voltage Resistors, die entsprechend dann für die Strommessung wahrscheinlich da sind. Ich sehe irgendwas Großes Blaues im Hintergrund, sehr viele Isolationsslots. Okay, hier unten, da sehen wir das ZigBee-Modul irgendwie dranhängen, ein Prozessor. Ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, was sich auf der anderen Seite befindet. Wie gesagt, große blaue Dinger, also da ist ein bisschen was mehr dahinter. Sagen wir, holen die mal raus. Gerade hier mal merken: Rot, Braun, Blau. Okay, Rot, Blau, Blau. Die müssen wir gleich natürlich wieder in der richtigen Reihenfolge. Okay. So. Da haben wir auch unsere Kondensatoren tatsächlich. Nochmal einen Chip hier. Okay. Das hier, das sieht mir tatsächlich nach 2MA, 2MA. Das sind Messtrafos, oder? Okay. Ich mache mal wieder ein paar Bilder. Dann gucken wir mal wieder rein. Also gehen wir mal durch, was wir so haben. Wir haben hier die drei Phasen, die entsprechend reinkommen. Die gehen jeweils über einen Widerstand. 114, also 11 und 4 Nullen. 110 Kiloohm. Von da aus dann hier auf den Pin. Offensichtlich mit dem Kasten hier dahinter, der dann hier wieder rauskommt. Auch mit dem Boot haben wir dann hier unten den Neutralleiter, der geht irgendwie hier hinten in die Sektion und das wäre dann auch wohl das nächste, was für uns relevant ist. Das hier dürfte nämlich offensichtlich ein Netzteil sein oder ja, wahrscheinlich noch mit dem hier. Denn wenn wir mal gucken, wir haben hier ja ein bisschen IC und Geraffel, haben dann hier hinten den Trafo durchscheinen
Und hier auf der Seite eine Diode zum Gleichrichten wahrscheinlich und nochmal IC und Spule. Das hier ist also eine Primärregelung auf der 230 Volt Seite. Danach wird es durch den Trafo galvanisch getrennt, deswegen auch hier der Isolierslot. Und auf der Sekundärseite machen wir dann die Feinregelung einfach, um auf, ich schätze mal, 3,3 Volt zu kommen, die wir für unsere ICs brauchen. Jetzt können wir mal nachgucken. Hier den Chip, den habe ich nämlich tatsächlich gefunden. Das wäre nämlich ein LNK623. Das ist ein Link-Switch CV Family Energy Efficient Offline Switcher mit Primärseiten Constant Voltage Kontrolle. Das klingt exakt nach dem, was wir hier erwarten dürften. Und wenn wir uns hier auch den Eingang anschauen, wir kommen von einem Pol in das Ding rein, der andere Pol über eine Diode zu dem anderen Pol unserer AC-Spannung. Und was es da noch gibt, ist eine Feedback hier hinten und dann der Ausgang mit einer Diode. Das kommt ja dann hin. Wenn wir hier gucken, wir haben hier unseren IC. Der hängt bei einer Seite direkt dran, die andere Seite irgendwie über eine Diode, könnte die hier oder die hier sein. Und dann geht das Ganze auf den Trafo drauf. Wir sehen hier auch noch mal eine zweite Trafo-Windung, die entsprechend dann der Feedback ist. Und auf der Sekundärseite haben wir entsprechend unsere Diode, die das Ganze dann wieder gleich richtet. Das heißt also, das alles die Stromversorgung. Das Einzige, was wir sonst noch hier prominent auf der Seite haben, ist der hier. Okay, machen wir mal was deutlicher. Das ist offensichtlich ein ATT7022EU. Der stammt von Hightrend Optoelectronics. Und wenn wir mal hier auf den Text gucken, das ist ein Multifunctional High Precision 3-Phase Power Metering Chip. Ja, okay, also genau das, was wir gesucht haben. Wenn wir ein bisschen weiter runter gucken, dann sehen wir noch ein paar Infos. 3,3 Volt Stromversorgung, jupp, das hatte ich ja eben schon vermutet. Wir brauchen einen Crystal 5,5296 MHz. Ich glaube, den habe ich auf dem Board auch gesehen. Und wir hatten ja die 22er Variante, das ist tatsächlich auch die größte. Die hat hier auch Reactive und Apparent Power. Kann irgendwie auch Harmonics machen. Und wir haben hier hinten noch Thevenin's ADC for SAG Detection. Das hat irgendwie mit Power Quality Detection zu tun. Okay, interessant. Auch die Application passt genau zu dem, was wir vermutet haben. Wir haben den Chip, haben dann hier einmal den hier. Das ist unser Messtrafo für die Spannungsmessung. U ist ja Spannung. Das heißt also, das wird unser blauer Kasten sein, den wir da gesehen haben. Und für I, also den Strom, haben wir dann entsprechend hier die Klammer, die wir da gesehen haben. Die sind ja extern. Die kommen dann alle direkt hier rein. Das Ganze dann für Phase A, Phase B, Phase C. Und der Chip macht dann die komplette Magie. Und am Schluss kommt es per SPI zu einem Mikrocontroller, der dann entsprechend die Messwerte verarbeiten kann und was auch immer damit veranstaltet. Speaking of Mikrocontroller, ich denke, wir können relativ sicher sein, dass der hier das Ding ist, was auf der anderen Seite wohl verbaut ist. Und ich sagte ja schon, Zigbee mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Drehen wir mal rum. Dann sieht das hier so aus. Wir haben hier so eine Briefmarke. Die können wir auch mal abmachen. Also zumindest das Klebeband. Und dann sehen wir hier das Modul, Modell ZTU. Das ist so ein Standard-Tuya-Ding. Wir sehen auch hier die externe Antenne, die hier reingeht. Wenn wir uns hier mal bei Tuya die entsprechende Info angucken, den hatten wir ja schon häufiger. 32-Bit-Low-Power-Prozessor, 48 MHz, 3,3 Volt geht klar. Und das Ganze dann mit 802.15.4, also TLDR, Zigbee-Support, alles also mit drin. Und was mich gerade tatsächlich so ein bisschen wundert, wir haben keine Info, dass es hier I2C gibt in der Hardware. Wir sehen hier, hier gibt es halt GPIO, klar. Es gibt ein UART und ein bisschen ADC, aber keine Info für I2C. Ich würde also davon ausgehen, dass tatsächlich hier die Hardware selber kein I2C sprechen kann, was wir aber ja brauchen. Ist allerdings auch nicht ganz so tragisch. I2C ist ein relativ simples Protokoll. Man kann das in Software nachbauen, wenn es keinen Hardware-Support gibt. Sicher, das kostet ein bisschen CPU-Leistung, aber wir haben hier halt auch unsere 48 MHz. Das ist mehr als genug, um da alles Mögliche in Software zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass man tatsächlich diesen Weg gegangen ist.
Ja, ansonsten, wenn wir hier nochmal drauf gucken, hier haben wir auch nochmal den Quarz, den ich da eben angesprochen hatte, für diesen ganzen Metering-Teil. Haben dann hier unsere Klemmen, die zu den einzelnen Trafos gehen. Die hier, da kommen wir dann gleich zu, die Messtrafos. Und hier haben wir noch einen, das ist nochmal ein IC. Ist jetzt hier leider ein bisschen schwer zu lesen, aber 25VO80A. Bin ich mir nicht 100% sicher, ich konnte jetzt unter der Bezeichnung nichts finden, aber 25 Buchstabe 80, das ist eigentlich immer irgendein Flash-Speicher mit 25 am Anfang. Also gehen wir mal davon aus, dass das ein Flash ist, 0808 Mbit, also 1 Megabyte an Flash. Das könnte als Konfigurationsspeicher oder für so Kalibrierungen durchaus da Sinn machen. Bleiben dann noch die hier. Das hatte ich ja eben schon gesagt, das wird irgendeine Art von Trafo sein, um den nicht den Strom, die Spannung zu messen. Wir sehen hier ja auch, hier ist eine Spule eingezeichnet, hier ist eine Spule eingezeichnet und die Info 2 mA, 2 mA. Ich glaube, 2 mA ist schon mal ausreichend, um entsprechend da etwas zu messen. Bezeichnung DL-PT202EA. Das scheint ein Nachbau zu sein oder PIN-kompatibel zu sein zum ZMPT107-1 und im Prinzip Current Type Voltage Transformer. Das ist also ein spezieller Mini-Trafo, um entsprechend da Voltage and Power Measurement zu machen. Also genau das, was wir hier tun. Das sehen wir dann auch hier auf den technischen Daten. Ja, 2 mA mehr gesehen, 1000 zu 1000, ja okay. Was aber hier wichtig ist, es ist ein klarer Phasenfehler definiert, den man ausrechnen kann. Wir haben eine gute Linearität. Und ja, wie gesagt, allgemein, das Ding hier ist halt speziell für solche Spannungsmessungen gebaut. Und ja, es ist natürlich auch komplett getrennt. Und das haben wir eben ja auch schon auf der Platine gesehen. Wenn wir uns hier nochmal die Unterseite angucken, hier haben wir ja die Kästen sitzen und hier ist auch überall isoliert dazwischen, dass da ja nichts irgendwie an Spannung rüberkommen kann. Und ja, das ist auch was, was sich durchzieht. Weil wenn wir mal gucken, wir haben hier unsere drei Phasen, ja, die haben wir galvanisch hier getrennt. Und wir haben unser Netzteil hier unten, was wir durch den Trafo getrennt haben. Das heißt also, es gibt keine direkte elektrische Verbindung im Sinne von die Phase oder der Neutralleiter kommt nicht auf die Sekundärseite durch. Das ist komplett isoliert und würde ich dann tatsächlich sagen, jo, das sieht mir auch alles soweit sicher aus. Natürlich gibt es auch hier ein paar Sachen, die nicht so gut gelöst sind in meinen Augen, jedenfalls so vom ersten Blick her. Wenn wir uns die Oberseite uns nochmal angucken. Dann haben wir hier zwar im Prinzip unsere L1, die, ist es L1? Ja, es ist L1, die reinkommt, die geht hier über eine Sicherung. 2 Ampere ist dann auch nochmal über einen NTC gesichert. Und im folgenden Verlauf hier oben dann auch nochmal ein MOF, der entsprechend Überspannungen ableiten kann. Aber das ist halt nur für den Netzteilbereich. Das heißt also, die Sicherung greift, wenn ich richtig tippe, nur für unser internes Netzteil hier, was dann die Digitaltechnik hier hinten versorgt. Wir haben aber keine direkte Sicherung für diese Messtrafos. Prinzipiell, es steht natürlich in der Anleitung, dass man eine Sicherung davor setzen soll. Und realistisch gesehen, bei so einem Trafo kann eigentlich nicht viel kaputt gehen. Also denke, das Risiko ist überschaubar. Auch wenn ich dann ehrlich gesagt eher hingegangen wäre und hätte vielleicht die Sicherung in Richtung N noch eine zusätzliche oder die hier ersetzt, sodass entsprechend dann die Sicherung nicht nur für den Netzteil hier oben, den Netzteilpart gilt, sondern auch für die Messtrafos. Haben wir sonst noch irgendwas, was hier erwähnenswert ist? Lass mal gerade drüber gucken. Der Trafo, hier sieht man eventuell, der sitzt ja hier und geht aber hier noch ein bisschen weiter. Das ist extra gemacht, um entsprechend da die Abstände nochmal zu erweitern. Wir kommen hier mit unseren 230 Volt rein und unsere Sekundärseite ist erst hier hinten. Das heißt also ein sehr viel Abstand dazwischen, um entsprechend da eine Trennung hinzukriegen. Wie gut die am Ende ist, entscheidet sich dann zwar eher am Lack und den Isolierschichten im Trafo, aber zumindest mal vom Aufbau her sieht der ordentlich aus. Daneben die Kondensatoren, die hier verbaut sind. Das passt auch alles. Wir sehen 105 Grad, aber auch die Info PET. PET müsste, glaube ich, Polyester sein. Das ist so Folienzeugs und so Kondensatoren mit PET sagt man eigentlich, Pi mal Daumen, dass die länger halten als so die Standard-Elkos.
Das heißt also eher auf Haltbarkeit getrimmt und auch vom Rating her 400 Volt ist auch genau ausreichend für die Sachen, die wir hier haben. Wenn wir unsere hiesige Netzspannung gleich richten, dann sind wir bei 350 Volt so um den Dreh. Also sind wir auf jeden Fall drüber. Das passt. Ja, so funktioniert dann halt die Netzteilsektion. Einmal über die Sicherung, über den NTC, hier hinten rüber, über die Diode. Dann die mehr oder weniger gleichgerichtete Spannung wird hier geglättet. Geht über den Chip auf der Unterseite, über den Trafo auf die Sekundärseite. Da wird es nochmal über eine Diode entsprechend dann gleichgerichtet. Geht in den Kondensator hier und dann haben wir auf der anderen Seite unsere 3,3 Volt Erzeugung, die dann hier entsprechend die Chips und die auf der Unterseite versorgt. Der Chip auf der Unterseite, der die Messung macht, der kriegt dann auch direkt hier diese Messtrafos rein. Einmal für den Strom und einmal hier diese für die Spannung. Und damit haben wir im Prinzip alles abgedeckt. Und wie gesagt, zumindest mal nach dem, was ich jetzt hier so auf den ersten Blick sehe, sieht das auch alles von der Qualität ganz ordentlich aus. Ich habe keine Lötstellen gesehen, die kaputt sind. Die Abstände sehen gut aus. Das Konzept hier mit diesen Trafos, um da eine galvanische Trennung hinzukriegen über das komplette Ding, das sieht mir alles sehr ordentlich aus. Also da habe ich jetzt so auf den ersten Blick keine Bedenken, das Ding tatsächlich irgendwie hier ans Stromnetz zu hängen. Ja, am Ende ist natürlich immer die Frage, was sind die eigenen Anforderungen? Ich persönlich würde jetzt sagen, dass hier das Gerät eher ein Nischenprodukt ist. Es ist halt dafür gedacht, größere Anlagen, Gebäudeteile oder Ähnliches zu messen. Und naja, da hat man ja meistens schon Stromzähler und alles, was heute so verteilt wird, rückt da auch Messwerte raus. Da ist es dann günstiger, einfach einen Adapter zu bauen oder zu kaufen. Und speaking of günstiger, naja, Zigbee ist jetzt auch nicht die günstigste Technik. Wenn man die Möglichkeit hat, ist WLAN da im Zweifelsfall auch etwas, was nochmal Geld sparen kann. Aber wenn man halt diesen Fall hat, dass man zum Beispiel einen zusätzlichen Zähler haben möchte oder die Messstelle sehr weit abgelegen ist, wo man gar keine Infrastruktur im Sinne von WLAN hat, dann kann so ein Zigbee-Ding doch schon mal eine bessere Wahl sein. Einfach weil man einfacher von A nach B kommt durch das Meshing-Prinzip. Insgesamt haben wir ja gesehen, das Ding hier, das rückt eigentlich so die Sachen, die man regulär braucht, raus. Wir haben entsprechend auch Aufteilung in Blindleistung, Werkleistung, Powerfactor und solche Sachen. Phasenlage, wie gesagt, jetzt hier nicht drin, auch wenn der Chips könnte. Ich glaube, man kann es aber ausrechnen und ich wüsste jetzt nicht, wo man das bei irgendwelchen Standard-Haus-Automationssachen bräuchte. Wie gesagt, für mich persönlich war es ein bisschen überraschend, dass er dann sich teilweise etwas sehr lange Zeit genehmigt, um neue Messwerte zu übertragen. Scheint man aber ja auch zumindest je nach Gateway dann durchaus konfigurieren zu können. So, genug geschwafelt, Ding ist wieder zusammen. Ich gucke mal, wo das am Ende seinen Platz finden wird. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der am Ende auch das tut, was er soll.